hatte Trainer Paul Czarnay auch heute keine Verwendung. Dortmund in den schwarzen Hosen trat mit drei Sturmspitzen an, mit Wegmann, Rubesch und Anderbrügge. Das ist der junge Linksaußen, der sehr oft auf eigene Faust versuchte. Gegen seinen starken Bewacher Kohler konnte er sich aber nur selten durchsetzen. Waldhof Mannheim war ganz auf Abwehr eingestellt. Im Angriff brachte die Mannschaft genauso wenig wie der Gegner zustande. Schön wurde dadurch Hupe vom Ball getrennt. Aus diesem Einwurf entwickelt sich die einzige Torchance der Gäste vor der Pause. Bührer, Immel drückte den Ball gegen den Pfosten, Kutowski beseitigte dann endgültig die Gefahr. Mit hohen Flanken, meist von der rechten Seite durch Huber geschlagen, wurde immer wieder Rubesch gesucht. Nur einmal konnte sich Rubesch vor der Pause von Cionanis lösen. Der Zweikampf ging eindeutig zugunsten seines Bewachers aus. Trainer Klaus Schlappner konnte sich auf eine ausgezeichnete Abwehr verlassen. Das gilt auch für die zweite Halbzeit. Überragend einmal mehr Sebert, der Libero, der auch kühlen Kopf behielt, als der Druck der Dortmunder jetzt stärker wurde. Huber, der häufig mit nach vorne ging und zu den Besten bei der Borussia gehörte. Ein Eckball verursacht von Scholz. Insgesamt 16 Eckbälle wurden für Borussia gezählt. Rubesch verfehlte da nur knapp das Ziel. Und anschließend wütende Proteste von Torhüter Zimmermann, der dafür nur die gelbe Karte erhielt. Die erfolgversprechenden Angriffe der Waldhöfer sind an den Fingern einer Hand abzuzählen, da sie nur halbherzig die Offensive suchten. Bührer im Zweikampf mit Kutowski. Warum der Mannheimer danach so heftig reagierte, kann die Zeitlupe besser erklären. Die Attacke von Kutowski schien nicht ganz einwandfrei zu sein und zusätzlich war noch die Hand des Verteidigers im Spiel. Hier, über einen Elfmeter, hätten sich die Dortmunder nicht beschweren können. Einfallslos die Angriffe der Borussen, viele hohe Flanken, mehr fiel den Stürmern nicht ein. Mannheims Abwehr gut organisiert, beeindruckend aber auch die Zweikampfstärke. Rubesch, Bittcher, solche Szenen gehörten schon zu den Höhepunkten. Dortmund bemühte sich bis zum Schluss, zum Erfolg aber fehlten die spielerischen Mittel. Für Mannheim wäre bei etwas mehr Mut zur Offensive vielleicht auch mehr möglich gewesen. Ein Fernschuss von Lohse als letzter Höhepunkt entstand. Nur 15.000 Zuschauern im Ludwigshafen.